Diese Kühe werden nicht nur gut gefüttert und rundum versorgt, sie haben sogar eine eigene politische Vertretung. Ottaram Devasi von der Partei der Hindu-Nationalisten hat vor 3 Jahren sein Amt als Kuhminister in Rajasthan angetreten. Der erste überhaupt in Indien und einer vom Fach. Devasi stammt aus einer Gemeinde traditioneller Kuhhirten. Und er sorgt für den besonderen Schutz der religiös verehrten Tiere. Wir betrachten die Kuh als unsere Mutter. Wir glauben, dass Gott in ihr wohnt. Was religiösen Hindus wie eine Mutter, ist anderen Indern ein Nahrungsmittel wie jedes andere. Das sind seit Ewigkeiten gelebte Gegensätze im multireligiösen Indien. Doch radikale Hindus warnen immer dringlicher, die Kuh sei bedroht. Gewaltbereite Gruppen attackieren Laster. Sie vermuten illegale Kuhtransporte ins Schlachthaus. Organisationen wie die Nationale Kuhschutzgruppe nehmen Restaurants ins Visier, die Rindfleisch auf der Speisekarte haben. Ihre Anführerin Kamal Didi wirft mutmaßlich muslimischen Viehhändlern vor, heimlich Rindfleisch durchs Land zu schmuggeln. In den Außenbezirken von Rajasthans Hauptstadt Jaipur trifft Kamal Didi Gesinnungsgenossen. Sie berichten, sie hätten eine Kuh aus Schmugglerhänden gerettet. Der Tipp eines Informanten. Dieses Tier sei absichtlich verletzt worden, als Vorwand, um es wegbringen zu können. Wir tun, was erforderlich ist, um Kühe zu retten. Wir überlassen sie nicht dem Tod. Wer eine Kuh auch nur anschaut, dem stechen wir die Augen aus. Wir haben keine Angst vor Konsequenzen. Wohin das führen kann, war erst vor kurzem in Rajasthan zu sehen. Ein muslimischer Bauer, von einem Mob misshandelt. Er starb später im Krankenhaus. Handybilder, die im ganzen Land für Empörung sorgten. Das Schlachten von Rindern sei in Indien eben verboten, stellt Kuhminister Ottaram Devasi nüchtern fest. Das müsse man eben respektieren. Wenn ein illegaler Rindertransport entdeckt wird, muss die Polizei eingreifen. Wir sind darauf vorbereitet. Niemand darf das Gesetz in die eigene Hand nehmen und Menschenleben gefährden. Rajasthans Fleischindustrie beruhigt das wenig. Diese Händler nahe Jaipur klagen über wachsende Anfeindungen, die ihrem Geschäft schaden und ihnen Angst machen. Viehhändler müssen heutzutage fürchten, angehalten und geschlagen zu werden. Ihre Rinder können jederzeit beschlagnahmt werden. Von außerhalb kommt keiner mehr zu den Viehmärkten. Moslems werden auf einmal mit Schlachthäusern in Verbindung gebracht. Es reicht, einen muslimischen Namen zu haben. Und diese gewalttätigen Gruppen nehmen dich ins Visier. Es interessiert sie gar nicht, ob du schuldig bist. Sie verprügeln dich einfach. Die selbsternannten Kuhbeschützer ficht das nicht an. Sie fühlen sich als Teil einer Mission. Schützt die Kuh, schützt die Nation. Für dieses Ziel ist den Radikalen fast jedes Mittel recht.